In den 90er Jahren müssen an Sportcoupés nicht zwingend die Markennamen der üblichen Verdächtigen stehen. Fast jeder Hersteller hat einen dynamischen Zweitürer im Programm. Längst sind diese preislich nicht so weit jenseits von Gut und Böse, wie es heute der Fall ist. Wir stellen euch unsere Auswahl der 7 geilsten bezahlbaren Sportcoupés aus den 90ern vor. Jetzt bei Die 7. Coupé Nummer 1. Fiat Coupé. In den 90ern soll es als sportliches Nischenmodell das Image von Fiat aufwerten. Heute ist es ein gesuchtes Liebhaberfahrzeug. 1994 schickt Fiat sein Coupé an den Start. Die technische Plattform stammt vom Tipo. Gezeichnet wird das Modell vom späteren BMW-Designer Chris Bangle. Besonders markante Details des keilförmigen 2+2-Sitzers, Sicken, die sich durch die Radkästen ziehen, ein massiver Tankverschluss aus Aluminium und runde Rückleuchten. Das italienische Designstudio Pininfarina gestaltet den Innenraum. 4- und 5-Zylinder-Motoren mit und ohne Turbolader bilden die Motorenpalette. An deren unteren Ende steht ein 1,8 Liter großer 4-Zylinder-Saugmotor mit 131 PS und 16 Ventilen. Beide Top-Motorisierungen kommen mit Zwangsbeatmung. Der 2-Liter 4-Zylinder-Turbo leistet 190 PS. 220 sind es im 2-Liter-Turbo mit 5 Zylindern. Der Ladedruck liegt beim Spitzenmodell bei maximal 1,2 bar. Allerdings wird er im ersten und zweiten Gang limitiert, um den Schlupf an der Antriebsachse zu begrenzen. Schließlich treibt das Fiat Coupé ausschließlich die Vorderachse an. In 6,2 Sekunden geht es auf Tempo 100. Maximal rennt das Coupé 250 km/h schnell. Damit ist es nicht nur der seinerzeit schnellste Fronttriebler am Markt, sondern auch bis heute der schnellste Serien-Fiat aller Zeiten. Coupé Nummer 2. Alfa Romeo GTV. 1994 stellt Alfa Romeo auf dem Genfer Autosalon den neuen GTV vor. Extrem keilförmig geraten und mit einer wuchtigen Sicke von den vorderen Kotflügeln bis zur Heckpartie versehen, stößt das Design am Anfang nicht nur auf Fürsprecher. Die Motorhaube, die Kotflügel und andere Teile der Frontpartie bestehen aus Kunststoff. Gewicht soll gespart und Rost vermieden werden. Werden die Motoren bisher längs verbaut, sitzen die 4- und 6-Zylinder-Aggregate nun quer unter der Haube. Angetrieben wird nicht mehr die Hinter-, sondern ausschließlich die Vorderachse. Den Anfang macht ein neu entwickelter 2-Liter 4-Zylinder mit 150 PS. Ab 1995 kommt ein aufgeladener V6-Motor mit 2 Litern Hubraum und 202 PS hinzu. Erst das zweite große Facelift nach 1998 beschert dem GTV seine Top-Motorisierung. Ab 2003 gibt es ihn auch mit 2,3 Liter V6 und 240 PS. Vor allem das Handling des Italieners überzeugt die Tester in den 90ern. Seine Lenkung ist sehr direkt übersetzt, außerdem kommen eine sportlich ausgelegte McPherson-Vorderachse und eine Mehrlenkerachse hinten zum Einsatz. Letztere nimmt übrigens so viel Bauraum weg, dass neben dem Ersatzrad gerade einmal 110 Liter Gepäck untergebracht werden können. Handling vor Praxisnutzen, der GTV ist eben noch ein echtes Coupé. Coupé Nummer 3. Opel Tigra. Nicht besonders praktisch ist auch ein ganz besonderes Auto von Opel. 215 Liter passen in den Kofferraum des 1993 auf der IAA vorgestellten Opel Tigra. Zudem schreibt Opel vor, dass auf der Rückbank des 2+2-Sitzers nur Personen mit einer Körpergröße unter 1,60 Meter sitzen dürfen. Doch auf Praxisnutzen ist auch dieses Coupé überhaupt nicht ausgelegt. Optisch hat der Tigra mit seiner technischen Basis, dem Corsa B, nichts mehr zu tun. Vielmehr will Opel ein günstiges, kleines Coupé auf den Markt bringen, das vor allem junge Menschen anspricht und eine Alternative zum teureren Calibra bietet. Ab 1994 steht der kleine Flitzer nicht nur bei deutschen Händlern, sondern wird beispielsweise in England von Vauxhall und in Australien von Holden angeboten. Auch wenn er so aussieht, richtig sportlich ist der Tigra nie. Unter der Haube kommen 4-Zylinder-Motoren aus dem Corsa zum Einsatz. 90 PS leistet der 1,4 Liter Motor, 106 sind es beim 1,6 Liter Aggregat. Dank einer etwas längeren Übersetzung reißt der Tigra im Gegensatz zum Corsa B GSI immerhin die 200 km/h Marke. Auch wenn der kleine Flitzer nie durch sportliches Fahrverhalten bestechen kann, erlangt er Kultstatus. Coupé Nummer 4. Ford Puma. Einen etwas anderen Weg geht Ford 1997 mit dem Puma. Er bekommt einen eigenen, neuen Motor. Mit dem 1,7 Liter Vierzylinder und 125 PS Leistung sprintet der sogenannte kleine Berglöwe in 9,2 Sekunden auf Tempo 100 und schafft maximal 203 km/h.
Technisch basiert er auf dem Ford Fiesta der vierten Generation. Er wird sogar im Ford-Werk in Köln teilweise auf den gleichen Fertigungsstraßen zusammengebaut. Eigene gibt es für die Karosseriefertigung, welche bisweilen auch in Handarbeit erfolgt. So werden beispielsweise die Türen größtenteils von Hand montiert. Spätere Motoralternativen mit 1,4 und 1,6 Litern Hubraum und 90 bzw. 103 PS stammen vom Bruder. Den Alpha Puma markiert der Racing Puma, welcher auf 155 PS kommt. Allerdings wird dieser nur 500 Mal als Rechtslenker gebaut und in Großbritannien angeboten, weil das Fahrzeug dort sehr beliebt ist. Nach nur 4 Jahren Bauzeit ist 2001 schon wieder Schluss und der Puma wird eingestellt. Coupé Nummer 5. VW Corrado. 1988 soll der VW Corrado den Scirocco der zweiten Generation als Coupé-Ableger des Golf beerben. Doch VW laufen bei der Entwicklung die Kosten davon. Als G60 mit 1,8 Liter Vierzylinder und mit 160 PS kostet er zum Marktstart 42.500 Mark und damit 10.000 Mark mehr als der teuerste Scirocco 2. Dieser lebt deshalb bis 1992 weiter. Danach reicht er den Staffelstab der Erschwinglichkeit an die braveren Versionen des Corrado mit 115 oder 136 PS weiter. Doch zurück zum G60. Dieser verdankt seinen Namen nämlich seiner speziellen Aufladung. Anders als bei Audi kommt kein Turbolader, sondern ein G-Lader zum Einsatz. Vorteil: Der Corrado besticht durch ein gutes Ansprechverhalten, ähnlich wie bei einem Saugmotor. Außerdem stehen 200 Newtonmeter Drehmoment konstant über einen weiten Drehzahlbereich zur Verfügung. Das Spitzendrehmoment liegt bei 225 Newtonmetern. Im Herbst 1991 verpasst VW dem Corrado den VR6-Motor aus dem Passat mit vergrößertem Hubraum. Output des 2,9 Liter Aggregats, 190 PS und 245 Newtonmeter. Zwar baut der Motor mit nur 15 Grad Zylinderbankwinkel schmal, dennoch müssen Vorderradführung, Kotflügel, Grill und Motorhaube angepasst werden. Optisch schadet das dem sportlichen Coupé nicht. Als VR6 sieht der Corrado noch bulliger und sportlicher aus. 1995 verschwindet das kultige Coupé schon wieder von der Bildfläche. Coupé Nummer 6. Honda CRX del Sol. 1992 tritt der Honda CRX del Sol ein schweres Erbe an. Sein Vorgänger, der Typ ED9, gilt als besserer VW Golf GTI. Im Gegensatz zu diesem und allen anderen Vorgängern verpasst Honda dem del Sol ein abnehmbares Aludach, ähnlich wie bei Targa-Modellen. Das Dach kann im Kofferraum verstaut werden. Gegen Aufpreis bietet Honda auch ein elektrisch versenkbares Stahldach an. Allerdings beschneidet es das Kofferraumvolumen und das Einfahren dauert fast eine Minute. Für sportliche Fahrleistungen sorgt der für seine Drehfreude bekannte VTI-Motor. Erst bei 7600 Umdrehungen entwickelt das 1,6 Liter Aggregat seine maximale Leistung von 160 PS. Das Spitzentempo des CRX del Sol beträgt 210 km/h. Trotzdem kann er nicht an die Erfolge seiner Vorgänger anknüpfen und ist deshalb die bis heute letzte Generation des CRX. Coupé Nummer 7. Toyota Celica. Die 90er Jahre erleben allein 3 Generationen des Toyota Celica. Von 1989 bis 1994 fällt die 5. Generation des Celica durch ihre konsequent aerodynamische Form und Klappscheinwerfer auf. Mit ihm führt Toyota außerdem ein besonderes Fahrwerk ein. Es nennt sich Toyota Active Control Suspension und arbeitet anstatt mit konventionellen Federn und Stabilisatoren mit hydraulischen Dämpfern, die durch Sensoren gesteuert werden. Fahrzustände wie Beschleunigen, Bremsen oder das Durchfahren von Kurven werden erkannt und Wank- und Nickbewegungen der Karosserie entgegengewirkt. 1994 folgt die 6. Generation ohne Klappscheinwerfer, dafür aber mit markant runden Leuchten. 115 PS leistet der 1,8 Liter Einstiegsmotor mit 4 Zylindern. Mit 2 Litern Hubraum sind es 170 PS und das Spitzenaggregat mit Turbolader leistet 242 PS. 1999 folgt die 7. und bislang letzte Generation des Celica. 2005 stellt Toyota die Produktion ein. Und zum Schluss wie immer die Frage: Welchen würdet ihr nehmen? Welchen hattet oder habt ihr in der Garage stehen? Wir freuen uns auf eure Kommentare. Wenn euch unsere Videos zu den Autoklassikern vergangener Tage gefallen, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Das nächste Youngtimer-Spezial könnte schon bald kommen.